Gut, dann gebe ich euch herzlich begrüßen heute zu dieser Pressekonferenz, die wir mit dem Sujet haben, was soll mit den Partizipationen vom Lützburger Staat und der BGL BNP Paribas geschehen. Ihr wisst, die kommen low, am Ende des Jahres läuft der Kredit auf, den der Staat dem uns geholt hat. Die Diskussion da draußen ist gefeiert, soll der Staat die Aktie bzw. die Kredit führen oder sollen sie eine Partizipation und der BGL verkaufen. Wir haben uns das abgedeelt, der Roy Reding und ich, an zwei Teile. Ich meine ein bisschen die Historik. An der Roy Reding gebe Agon, ob die Proposen, die der DDR zu dem Sujet möchte, aber wie mir das Gerere geben, wenn wir im Dezember dann darüber zu entscheiden, hoffentlich hun. Für kurz zurückzugreifen, ihr wisst, wir hatten am Hirsch 2008 eine internationale Bankenkrise. An die internationale Bankenkrise, also auch nicht und den zwei größten Bankhäuser halt zu Lützburg, also was Lützburg angeht, größte Bankhäuser, rübergegangen, das eine war Dexia Bill, an das andere war Demons Fortis, BGL, BNP Paribas, das war nur die kein Mensch richtig ausschwätzen konnte. Und Dexia hat damals Garantien vom Staat gebraucht für zu überleben. Und als ja auch, was man später mitgekriegt haben, dann zu großen Undeeler abgekauft ging durch Kapital, was aus dem Moyen-Orient kommt. Bei der Fortis war die Situation an dem Block ein wenig mehr zugespitzt, weil die große Gruppe BNP sowohl an der Belge wie an Holland, wie zu Lützburg, wie auch Frankreich, an Turbulenz gekommen war. An Fortis, was hatte ich gesagt? Entschuldigung. Fortis. Fortis an Turbulenz gekommen war, an sie einen Kapitalspritz, den habe ich gebraucht. Lo wird Bank General jo traditionsmäßig immer eine Lützburger Bank an viel Kleinaktionären halt zu Lützburg. Haben immer schon Aktien von der BGL gehabt, aus Tradition, von Generation zu Generation. Und die Lützburger wäre ja auch Ende 80er, Anfang der 90er Jahre dazu stimuliert gehen, unter anderem über die Loire Rau, mehr an den Aktienhandel anzuklammern, wohlgemerkt, Loire Rau war ja nicht mehr Lützburger Unternehmen, das heißt, an Unternehmen anzuklammern, die halt zu Lützburg hier so verdienen, an die halt zu Lützburg schaffen. Und wir wollten oder sollten damals damit eine Aktienkultur hier zu Lützburg entstehen, die da lebt, auch vielleicht für sein Alter vier zu suchen, der Tisch ein zweiter oder dritter Standbein, neben den staatlichen Garantien von Rente und Pension abzubringen. Und das Programm hat relativ große Succes und sie viele Lützburger Matura geklommen. Und so kommt das Aktionariat von der Bank General Ende der 90er Jahre eigentlich ganz stark von Lützburger geprägt war. Und auch ganz viele Leute, die da geschafft haben, haben hier suchen an den Aktien investiert. Anfangs 2000, als Bank General ja damals an der große Gruppe Fortis überholt ging, abgekauft ging, mit einem Aktientausch, der nicht unbedingt negativ war für die Leute, die für drin die Aktien an der Bank General nehmen hatten. Fortis ist dann auch hingegangen und hat auch einen Teil von ihren Primen und das, was sie an ihrem Kollektivvertrag festgelegt hat, in Form von Aktien ausgeschottet und ihr Mitarbeiter. So dass ein ganz Reihe Lützburger, und ihr dürft nicht vergessen, Bank General ist heute der zweitgrößte Employeur zu Lützburg, dass ein ganz Reihe von Lützburger ganzen Teil von ihrem Vermögen an Aktien von dieser Bank leihen hat. Du kommst dann den Hirsch 2008, jedenfalls, den damals schon sich damit interessiert hat, die Krise. Matt erlebt, dann war auch emotional gebunden. Ich erinnere mich nochmal an eine Pressekonferenz von Jean-Claude Juncker und von Herrn Frieden, wo sie gesagt haben, wir können Lützburger beruhigen, sowohl Dexia wie Bank General sie gerettet. Ihr braucht euch keinen Sohn zu machen. Das hat den Ablack verhindert, dass er zu einem massiven Kapitalaufbau und Kapitalflucht aus den zwei Banken gefeuert hat. Was sie dabei vergessen hatten zu suchen, waren das, wenn wir die Fortis-Aktien gucken, Fortis-Aktien, die zwei Jahre für drin nach 30 Euro wert waren, den Ablack bei ihrer Deklaration nach 4,50 Euro wert waren, was aber weiter, wenn den Aktionär sicher nicht schlimm war, weil er sich ja denken konnte, irgendwann geht doch an die andere Richtung.
Eine Woche spät, also die selbe Regierung hingegangen, und hat Banque Générale rausgekauft aus dem Gruppe, aus dem Fortis-Gruppe rausgekauft, den dann nur nicht mehr nach, übrig geblieben ist, also eigentlich nicht mehr nach einer Assurance an der Belge, mit, wo eigentlich keiner so genau an dem Blatt gesehen hat, was das gehen sollte. Und all die Lützeburger oder all Aktionäre von der Fortis hier zu Lützeburg, war damit praktisch raus aus dem Aktienkapital von der Banque Générale. Die Aktie war entwert und an Ende für drin eine Aktie von 2 Euro für drin von 30 Euro hat, dann noch eine von 4,50 Euro hat, nach gerade von 70 Cent an der Hand. Könnte ich vorstellen, für die Leute, für die eine Altersvorsorge war, war das wie ein Schock, wie eine Katastrophe eigentlich an ihrer Lebensplanung. Der Staat hat dann, braucht ja dann die Suchen für Umatten, die Paar dann rausgekauft hat. Der Staat ist dann hingegangen und hat ein Emprunt gemäht, eine Anleihe, bei der Lützeburg, eine öffentliche Anleihe von 2 Milliarden, an die also auch ganz sehr gezeichnet ging. Das heißt, Lützeburger sind eigentlich rumgegangen, und das war praktisch ausschließlich Lützeburger Kapital, hingegangen und haben dem Staat eigentlich die Suche gelehnt, mit denen sie gerade selber enteignet waren. Eine gewisse Perversität am Spiel. Ich erkläre nicht, das nehme ich ein Auto, aber du lehnst mir nur zu, mit dem ich da gerade dein Auto aufgekauft habe. Das System hat immens gut für den Lützburger Staat funktioniert. Der Lützburger Staat hat dann 33,99% von den Undeler von der BGL, der aktuellen BGL, kriegt, und rund 1% Undeler vom Grupp BNP. Und die Undeler haben dem Lützburger Staat insgesamt, summa summarum, was die BGL geht, rund 375 Millionen erbracht. Was die Bedeutung in der BNP-Gruppe geht, 73 Millionen. Und sie haben nach Sicherheiten aufgetragen, kriegt das heißt eine Bedeutung in Pol Würth und eine Bedeutung in der Buchs, in der Lützeburger Buchs, von rund 18 Millionen. Die Suchen hat der Lützeburger Staat im Endeffekt all Lot zusätzlich erwirtschaftet, zu singen 33%. Das heißt, der Staat hat 400, an den letzten 5 Jahren rund 470 Millionen Euro verdient und seine Bedeutung. Und dann hat dafür dem Lützeburger, den ihm zu gelehnt hat, dafür, dass er dann enteignet ging, das am Vierfeld, hat 375 Millionen zurückgehen. Das möchte nach dem Strich für den Lützeburger Staat ein Nettogewinn von rund 92 Millionen Euro Zinsen. Das heißt, wir fassen einfach enke kurze Summen. Der Staat hat Lützeburger an den 80er, 90er Jahren dazu initiiert, sich Aktien zu kaufen für Lützeburger Unternehmen und dann auch der Banque Générale. Zweitens, der Staat als dünn wurde zugelassen, dass die Lützeburger Unternehmen und ausländisches Kapital verkauft gesehen, in Form von der Fortis. Dann hat der Staat an Extremis, obwohl es schon Wochen am 4. gesehen wird, dass die Banken finanziell Schwierigkeiten hatten, an Extremis hat einen Agegraf, hat Sahnestückchen, wenn man es mal so nennen wollen, aus dem Grupp Fortis rauskauft, hat die Lützeburger Kleinaktionäre, die für drin stimuliert hat, Kleinaktionär zu gehen, hat die enteignet via DW, weil er gesagt hat, das ist die einzige Rettung, und hat sich selber zum eigentlichen Hauptaktionär gemäht, mit rund 34%, und hat dann die Suchen, mit denen dann kauft, hat dann auch nach ob dem ganzen Deal rund knapp 100 Millionen Euro netto verdient für das Staatsbudget. Und lo sind wir am Ende dieses Jahres, am Dezember, läuft die Anleihe, den Emprunt läuft aus. Und lo herrscht eine populistische Panik. So ein Motto, komm, wir verkaufen das Dach, da können wir Schulden zurückbezahlen, geht freiwillig Schulden zurückbezahlen. Und da stelle ich mir erst froh, inwiefern es sie kann, dass, und du schwätzt Reulo drüber, wir überhaupt darüber diskutieren, den zweitgrößten Employeur hier zu Lützeburg eventuell und ausländisches Kapital zu verkaufen und ob das überhaupt Sinn macht.